So, moin und peace, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es mal um diesen wunderschönen Fahrradanhänger hier, wo ich hier stehen habe gerade. Und zwar, vielleicht haben wir das schon einige mitbekommen, die meisten werden es schon mitbekommen haben, so, dass ich gestern beim IC-Gamer war und es hat gestern einfach so richtig, gestern Abend so richtig angefangen zu pissen. Ich bin dann mit dem IC-Gamer gefahren, der neues BMX, der hat es richtig noch hingehauen. So im ersten Moment findet man das natürlich lustig, wenn ich so sage zu dir, ich hat es hingehauen, aber dann im zweiten Moment denkt man auch so, das hätte mir ja auch so passieren können und so. Und von dem her, egal. Ja. Ich war gestern beim IC-Gamer, da werdet ihr wahrscheinlich auch ein Video sehen auf Seiten. Ja, dann hat es richtig gepisst, sieht man natürlich jetzt auch an dem ganzen Verschmutzen. Ich kann euch hier mal kurz auf die Frontkamera stellen und euch das E-Bike und den Hänger zeigen. Und das mache ich jetzt auch. So Leute, genau. So sieht das Ganze aus hier. Die Stange ist schon stark verschmutzt hier, alles recht stark. Das war jetzt die Nichtstraßenseite, die geht noch. Dann die komplette Plan ist natürlich auch stark verschmutzt, ist sogar noch Wasser richtig drauf. Das war ja gestern voller Wasser, war der mal, aber. Ja. So sieht es auf der Seite hier aus. Ja, also schon recht stark verschmutzt. Zum Glück durch das Heckteil hier, durch das Ding, ist das Heck nicht ganz so dreckig geworden. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ist bei dem Hänger, bei dem anderen hier, genau das gleiche. Also wenn ihr auch einen Hänger habt, macht euch auf jeden Fall das Ding hin, wenn ihr auch so ein Holz ausbaut oder sonst irgendwas habt. Ist nur empfehlenswert, weil dadurch wird der Hänger auf jeden Fall hinten nicht so stark verschmutzt, wenn das Rad noch Ding. Am besten macht ihr dann hier noch ein Schutzblech hin. Das habe ich bei dem jetzt auch, dann bald mache ich das wahrscheinlich noch. Ja, jetzt zeige ich euch mal das E-Bike. Genau, hier ist das E-Bike. Hier Federkappe auch echt stark geschmutzt. Ja, hier auch. Das zieht. Ne, und da auch hier. Aber es ist gerade der Zwischenraum. Das hat jetzt auf jeden Fall auch meine Wäsche nötig. Am besten mal in der Aufbereitung im Keller Eimerwäsche oben draußen machen und im Keller dann mal richtig runterpolieren. Genau das gleiche mit Hänger auch. Das habe ich auf jeden Fall vor. So. Genau Leute, so habt ihr das jetzt gesehen, den ganzen Dreck. Und jetzt ist ja in dem Hänger noch was drin, was wir gestern benutzt haben. Ja, werdet ihr aber alles auf dem IC-Gamer seinen Kanal sehen, was wir da gemacht haben. Ganz viele Aktionen auf jeden Fall. Genau, ich hau euch jetzt mal einen Zeitraffer rein. Das alles auspacken und dann muss ich auf jeden Fall was rein. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit, eine halbe Stunde, das Ganze rauszumachen und denken, weil dann kommt meine Mutter weiß nichts, was da drin ist. Genauso wie ihr das momentan auch noch nicht wisst, denke ich, hoffe ich, dass ich zuerst das Video hochlade, das eine jetzt. Und ihr das andere noch so gut. Ja, ich habe mich jetzt, wie gesagt, einen Zeitpunkt von. I'm zipping low key in Onyx, riding a rider. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I take skit game wireless, throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Doheny. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucemen in the city, don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you. Yeah, we gon' do some things you can't relate. Yeah, cause we from a place you cannot stay. Or you can't go.
Leute, habt ihr jetzt alles gesehen? Der Hänger ist hier drin. Pitsche, patsche nass auf jeden Fall. Richtig, richtig nass. Alles komplett durchgeweicht. Aber wenn man doch überlegt, ich schalte mal kurz auf die Front gemacht. Aber wenn man dann doch überlegt, was jetzt da wirklich doch alles drin war, das ist echt viel. Die Würstchen muss man wegschmeißen. Die kann man vielleicht noch essen. Das sind Zinndinger da für den Grill. Da haben wir dann einen wunderschönen Klappgrill. Der Karton ist definitiv gut aufgeweicht. Lass ich jetzt auf jeden Fall auch mal hier oben draußen stehen, dass der mal trocknen kann. Das muss ich putzen. Auf jeden Fall reinigen, das werde ich jetzt da machen. Nee, das mache ich dann. So Leute, ich habe den Grill gerade ein bisschen gekriegt. Also wie gesagt, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, großen Daumen nach oben, kein Däumchen nach unten, ist ein Träumchen, Däumchen nach oben ist ein Träumchen. Wie gesagt, macht weiter so mit den Abos. Das freut mich ganz arg. Und ja, guckt auf jeden Fall auch mal beim Itzy Gamer vorbei. Der hat auf jeden Fall auch verdient, ein, zwei Abos wieder zu kriegen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal im nächsten Video. Bis dann. Und guckt auf jeden Fall auf meinem zweiten Kanal vorbei, weil da wird nämlich bald ein Video online gehen. Ciao.